SNV2 ab 2016. Da gibt es ein paar Unterschiede. Da gibt es einmal bei der Version bis 2013 ja einmal die 101 von Germaniaplatz bis nach Bredeney, die 106 bis Bergeborg Bahnhof bis Helenstraße und die Linie 109 von Helenstraße bis nach Steele. Und auf der Map SNV2 ab diesem Jahr Linie 101 von Germaniaplatz bis Essen Hauptbahnhof, Linie 106 von Essen Hauptbahnhof bis nach Germaniaplatz und einmal die 109 von ThyssenKrupp bis nach Steele. Ja, die 109 wird nicht bis Frohnhausen erweitert, weil das einfach viel zu viel Arbeit ist. Oder da muss man die Map komplett anders nochmal bauen, weil ThyssenKrupp gab es früher noch nicht so, wie das jetzt aussieht. Deswegen mal gucken, wie wir das irgendwie machen. So, Helmutstraße sind wir und wir sind wieder in Verspätung. Ah, Leute, ich gebe doch Stoff schon. So. Mit dieser Linie muss ich auch bald fahren im realistischen Leben, die 259 bis nach wie heißt denn die Stelle? Bis. Ach ja, Gelsenkirchen-Buer Straße, wo wir gerade angefangen sind, wo ich dann von Goetheplatz fahren, wenn ich zu meiner Kollegin möchte. So. Ticketverkauf haben wir auch an. Also irgendwie. Ah, jetzt geht das wieder mit dem Internet. Ja, unser Internet ist nicht so das Beste gerade aktuell. Wir haben uns schon bei Vodafone beschwert. Aber man kann ja nichts machen. So, und stehen bleiben bitte. Dankeschön. Ja, boah, ich muss auch noch mal sagen, warum in der letzten Zeit auch keine Videos kamen. In der letzten Zeit war was in der Familie los und deswegen musste ich auch erstmal klar Schiff in mein Hirn machen, was überhaupt los ist oder was auch in der nächsten Zeit passieren wird. Deswegen tut es mir nochmal leid, dass kaum Videos kamen, aber jetzt kommen wieder ein paar Videos, aber sehr selten, weil ich kaum Zeit habe. Ich muss noch lernen für die zentrale Abschlussprüfung und das wird ein bisschen stressig werden. Aber natürlich kommen auch ein paar Vlogs aus Berlin ab März und oder aus Potsdam auch noch. Und natürlich auch vielleicht mit den Kilian, wie das so ist, und mit den Robin. Mal gucken. So, wir haben Verfrühung 1,5. So, dann können wir ein bisschen Pause lassen. Gleich am Goetheplatz. Ne, am Oberhof, Entschuldigung. Und dann mache ich vielleicht so eine kleine Schnittpause. Und ja. Weiter geht's. Wir haben 1,4, 1,3 jetzt Verfrühung. Bald haben wir eh wieder Verspätung gleich, deswegen können wir ein bisschen früher abfahren. Das ist bestimmt die 259, oder? Nee, das ist die SB36? Ja, ich bin gut. Sehr gut, weiter geht's. Steigerweg. Ja, mit der Performance, es ist halt Omsi, ne? So, Weg. Will einer aussteigen? Einsteigen doch. Weiter geht's. Ich muss den Bus mal reparieren. So. Geht er wieder? Hä? Es ist halt so im Bus. Das hat der Morphy extra gemacht. Okay. Weiter geht's. Es kommt irgendwas mit F, oder? Festplatz, genau. Festplatz. So. Und dann können wir euch ja ein bisschen gleich die Innenstadt von Gladbeck zeigen. Und ja. Wir freuen uns. So, alle eingestiegen. Sehr gut. 2 Minuten Verfrühung haben wir hier. Eigentlich bei der EFAG ist das so, man fährt weg und wir sind auch bei der EFAG jetzt. Und wir fahren auch jetzt einfach weg. Habt ihr Pech? So, weiter geht's.
Wir haben einen Euro 6 Motor drin in diesem Bus. Ein ZF-Getriebe, glaube ich. Ja, das verstehe ich hier gar nicht, was Kevin hier gemacht hat. Einmal steht hier Almi und einmal steht da Aldi. Wenn der schon das mit den Lizenzen, diesen Lizenzproblem hat, dann muss der da auch Almi machen hier. Aber egal. 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 Wir haben grün. Wir haben die grüne Welle. Und gleich haben wir 3 Minuten Verspätung schon. Verfrühung. Ah, wir haben rot. Das ist schön. Und die Performance. Danke, danke, danke. Danke beim Nachladen. So. Paar kleine Sprachfehler. Sorry. So, dann biegen wir rechts ab. Den Blinker schalten wir wieder aus, weil er mich so richtig auf den Keks geht. Und ja, bei WhatsApp wieder sein. Da, 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 da. Ja, morgen muss ich jetzt zum Apple Store gehen, weil mein iPhone 6S rappelt oben. Und dann bekomme ich vielleicht ein neues Handy. Mal gucken, wie das so ist, ob ich Lust habe oder mal gucken. So. So, gleich haben wir wieder Verspätung, kann man so sagen. Und ja. Lange fahren wir noch nach Bottrop. Wir sind dann um in einer halben Stunde da. Dann kann ich jetzt vielleicht in 4 Folgen schneiden, glaube ich hier, oder 3 Folgen. Mal gucken, wie das so ist. Oder 5, mal gucken. So, passt das, passt das? Super, das passt, das passt. Oh, die Performance. Ja, Gladbecker Innenstadt halt, ne? Ich finde das eine richtig gute Idee, dass man diese Gebäude hier hinten, ja, unsichtbar hat. Schade, dass das nicht jedes Gebäude hat. Zum Beispiel das Gebäude hier oder diese Gebäude hier. Das sieht einfach nur Performance. Wäre gut, dass Kevin jedes Gebäude, was hier steht, ja, selber baut. Auf meiner Map wurde nichts gebaut. Oh, da wollen welche einsteigen. Entschuldigung. Du möchtest gerne ein Ticket haben, ne? 2,60 € bekommst du 40 und 7 zurück. Ah, ihr wollt auch noch einsteigen. Sorry. Na kommt, alle einsteigen bitte. Pop, dir zu. So, und ich bin fast wieder pünktlich. Also 0,9 Verfrühung. Das geht ja noch. 8. So, gebe ich ja wieder Stoff. Nächste Haltestelle ist Oberhof. Wir machen eine kleine Pause. Und ja, mal gucken. Ich habe mir einen kleinen Mod heruntergeladen. Einen kleinen Mod. Das ist der Italiens Blind Mod. Da seht ihr auf der Straße, dass es ein bisschen, dass es besser oder schöner aussieht und nicht so ein Pixelbrei hat auf den Straßen. Und boah. Bald kommt der Lotus raus, 2017 oder 2018, wenn ich schon alt bin. Und ja. Vielleicht fahren wir hier nach, also nach dieser Tour, vielleicht auch eine andere Linie, vielleicht die SB6 mit diesem Bus mal gucken. Wir müssen das ja auch alles noch schneiden. Und ja, vielleicht wird die SB6 auch als Speedview gemacht. Mal gucken, wie das so aussieht. So, und der Kilian hat eine Sprachnachricht gemacht, die ich mir aber jetzt nicht anhöre, weil das ja unhöflich ist. Ja, wir können nicht mal links fahren, weil es gesperrt ist. Deswegen müssen wir weiter geradeaus fahren. Das ist bei der neuen Version so, dass man nicht hierher fahren kann. Das sieht man genau hier. Da gibt es keine Haltestellenschilder mehr, sondern nur hier, hier und dort. So.
Jetzt habe ich Verfrühung, erstmal gleich 3 Minuten, dann labern wir wieder irgendwie so Müll und dann, mal gucken. Ja, wir müssen hier anhalten. Genau. So. So. Wir machen eine kleine Pause und genießen die Landschaft in Gladbeck. Ja, wenn das mit der Zau mit diesem Sound hier nicht stimmt oder mit dieser Mikrofonqualität, muss ich das ein bisschen abändern. So. Und deswegen können wir mal ein bisschen den Bus angucken in der nächsten Zeit. So, wir haben einmal hier die Tür, die auch zugeht. Wenn ich jetzt draufklicke, dann passiert doch was. Die Tür geht auf. Aber man muss das selber machen, also per Tastendruck. Also Taste drücken hier. Ja, hier ist der Monitor, hier steht Oberhof, Goetheplatz, Willy-Brandt-Platz und Stadtbad. Hier rechts ist einfach nicht mal deine Mutter holt dich morgens um 4:30 Uhr ab. Das ist Werbung von der Berliner Verkehrs AG, euer Betriebe. Dann gehen wir im zweiten Raum. Ja, sieht sehr klasse aus hier. Die Kamera sieht ein bisschen aus, aber sieht sehr gut aus. Also sehr, sehr gute Texturen hat er benutzt. Das ist auch die Tür. Das drücke ich jetzt nicht, weil hier ein Bug drin ist. Also diesen roten Knopf hier. Und ja. Wirklich gefällt mir. Der Sound gefällt mir. Und ihr könnt auch gerne mal hier sehen, diese Achsen hier, wenn man die zumacht hier. Das ist alles super. Ja. Cockpit. Da haben wir einmal hier die Heizung. Was ist das denn hier? Vielleicht der Funk. Das ist der Warnblinker. Heizung. Das verstehe ich ja nicht. Wir gucken einfach mal hier oben. Achso, das ist hier. Die Dachluken sind das hier. So, wenn ich jetzt auf. Dann fährt er wieder ein. Das ist schön. Die Handbremse. Der rote Punkt. Man kann alles hier bewegen. Das ist Hammer. Krass. So. Wir müssen in 30 Sekunden los wieder. Das kann man hier nicht ausschwenken. Okay. Na? Geht der Warnblinker nicht mehr aus. Ah, okay. Weiter geht's. So, das schließen wir jetzt mal hier. So. So. Handbremse raus. Oh. So. Will er noch einsteigen? Nein, wir fahren los. So, weiter geht's.